Hofgeschichten. Heute, auf dem Ziegenhof werden die Tiere sortiert. Nicht ganz einfach. Normalerweise fängt man eine Ziege am besten so am Bein. Oh. Daniel Wehmeier bringt eine Mutterherde von einer Bergwiese im Oberharz zu seinem Hof. Das wird gleich interessant, ob sie alle reingehen und wir sie verladen kriegen. Auf dem Geflügelhof werden die Hähne gewogen und begutachtet. Oh, hat der viele wuschelige. Guck doch mal, was der für wuschelige Federn hat. Und auch bei den Sandmanns sollen die Rinder umziehen. Es gibt aber Probleme. Der Zaun ist jetzt kaputt, da ist jetzt auch keine Spannung mehr drauf. Die alte Milchviehanlage bei der Landboden GmbH in Glasin bei Wismar stand lange leer. Bis vor 2,5 Jahren einer der Gesellschafter eine Idee für die verlassenen Gebäude hatte. Seitdem kümmert sich seine Frau Sidonie Beltmann um das neue Leben in den alten Gemäuern. Zu Beginn waren es 800 Milchziegen. Die vermehrten sich fleißig. Deshalb muss Sidonies Schwester Henriette ab und zu mithelfen. Die kennen ja ihre Uhrzeiten auch so ein bisschen, wissen, dass es jetzt zu melken geht. Deswegen machen wir jetzt ganz entspannt, gehen ein bisschen ruhig hinterher und dann sind auch gleich alle da, wo sie hinwollen. 1400 Ziegen stehen mittlerweile hier und werden zweimal am Tag gemolken. Im neuen Doppelmelkstand. Ziegenmilch, sagt man ja, ist sogar noch bekömmlicher als Kuhmilch. Einfach, weil sie in ihrer Fett- und Eiweißstruktur der menschlichen Muttermilch sehr nahe kommt. Deswegen ist Ziegenmilch im Moment so populär oder wird ja global gehandelt. Und das liegt eben daran, dass die meiste Ziegenmilch verpulvert als Babynahrung in den Handel kommt. So. Weil sie eben so verträglich ist. Mit der Ziegenmilch folgt der Betrieb einem Trend. Dazu kommt, dass Sidonie wieder öfter mit ihrer Schwester zusammenarbeiten kann. Denn inzwischen ist Henriette mehr Agrarmanagerin. Das Schöne ist ja, wenn man mit seinen Geschwistern oder Familienmitgliedern zusammenarbeitet, kann man sich auch noch schön die Meinung sagen und ist danach aber nicht peinlich bekehrt, sage ich mal. Wie sagt man so schön, Geschwisterliebe, ne? Beide haben sich an die Ziegen schnell gewöhnt. Das Melken geht einfacher und schneller als bei Kühen. Die Ziegen stehen im Tiefstreustall. Ihre Euter sind deshalb meist sauber. Sie müssen vor dem Melken nicht angerüstet werden und können gleich an die Melkanlage. Tatsächlich ist ja die Ziege unglaublich handlich. Ne? Wenn eine 500 Kilo Kuh irgendwie nicht will, dann hast du ein ganz anderes Problem als hier bei der Ziege. Die kannst du schon mal packen und dann kommst du da auch als Frau gut mit zurecht. Und ist ein schönes Arbeiten. Also fängt ja quasi mit der Lämmeraufzucht schon an. Ne? Also wir nehmen die Lämmer ja ab, wenn sie geboren werden. Und dann versorgen wir sie händisch mit der Flasche. Dann kriegen die 3 Mahlzeiten am Tag. Und das ist unglaublich zeitintensiv, aber ist unglaublich dankbar. Weißt du, so ein kleines Tierchen dann mit Flasche versorgen und so. Das macht schon Spaß. Ne? Ja. Bestätigst du das? Ich glaube ja. So, jetzt hier weiter. 350 Ziegen melken die Schwestern in einer Stunde. Nach 4 Stunden sind alle durch. Nebenan bereitet Sigrun Fritz schon den Kraftakt des Tages vor. Die tragenden Ziegen müssen von den nicht tragenden getrennt werden. Dafür müssen sie alle in eine Ecke, damit die Frauen danach ein Abteil für die Muttertiere absperren können. Das ist Schwerstarbeit. Biobauer Daniel Wehmeier muss heute in Bundenbock seine Mutterkuhherde abholen. Ja, wir sind jetzt hier im Oberharz auf 550 Meter Höhe und die Weidesaison hört jetzt auf. Es wird Winter, die haben Frost angesagt, aber wir haben unten bei uns noch Ackergras und das sollen die Tiere noch wegfressen vor dem Winter. Deshalb verladen wir sie jetzt, fahren sie runter nach Osterode und bieten ihnen frisches Futter. Reik, wir wollen mal aufbauen. Um die Tiere so problemlos wie möglich auf den Anhänger zu bekommen, bauen sie zunächst einen Fangzaun auf. Ja, die Tiere sind ja da. Daniels Vater Dieter versucht schon mal wieder etwas Nähe zu den Tieren zu bekommen. Jetzt wird's schön. Jetzt geht's nach Hause. Diese zwei hier, die sind so lieb und zutraulich. Also hat man selten, dass sie so lieb sind, dass man die einfach nur so streicheln kann, drauf zugehen kann.
Und wir haben mit denen nichts Besonderes gemacht, einfach nur so. Das ist deren Charakter. Ja? Sind von Hause aus ruhig, sehr, sehr ausgeglichen und zufrieden. Und man sieht das ja auch. Gehen nicht weg, laufen nicht wild umher. Bleiben einfach stehen. Bleiben einfach stehen und warten, dass sie gestreichelt werden. Das Harzer rote Höhenvieh gehört zu den ältesten und ursprünglichsten Nutztierrassen und ist heute vom Aussterben bedroht. Wir spielen. Jeder Bergmann hat ja so eine Kuh im Stall. Die wurde morgens und abends gemolken. Und dann war natürlich da ein intensiver Bezug zu so einer Kuh. Und das hat sich natürlich übertragen. Ist ja auch auf 350 bis 400 Jahre auf Ruhe gezüchtet. Also ideal. Für uns die ideale Rasse. Daniel Wehmeier ist einer der wenigen Züchter, die sich auf die schlanke und eher sportliche Rinderrasse spezialisiert haben. Die Zucht trägt zum Fortbestand der Rasse bei. Die Kühe, die kennen den Anhänger, die sind schon öfter gefahren. Aber die haben jetzt auf der Weide frisch gekalbt und die Kälber fahren zum Teil das erste Mal Anhänger. Und da müssen wir aufpassen, dass jede Mutter mit ihrem Kalb gemeinsam auf den Anhänger geht. Diese Mutterkuhhaltung bedeutet ja immer, dass wir Kuh und Kalb zusammenhalten. Und das müssen wir beim Transport betrachten. Noch kommt die Mutterkuhherde aber nicht in den Stall. Ich hoffe ja, dass das Wetter noch ein bisschen so bleibt, dass die Tiere draußen sein können. Also die könnten ja jetzt auch in den Stall. Aber wenn alle im Stall sind, dann muss ich jeden Tag füttern, misten, streuen. Und das kostet ja noch über 600 Euro am Tag, wenn alle Tiere im Stall sind. Deshalb habe ich schon ein großes Interesse, dass die Tiere so lange wie möglich auf der Weide bleiben. Wenn alles gut geht, passen die 7 Mutterkühe gemeinsam mit ihren Kälbern in den Anhänger. Das wird gleich interessant, ob sie alle reingehen und wir sie im Verladen kriegen. Die Tiere sollen ja unbeschadet, freiwillig und in der richtigen Konstellation auf den Anhänger gehen. Bin ich gespannt, ob das auch so funktioniert. Der letzte Transport ist Monate her. Und für die Kälber wird es sogar eine Premiere. Köhlau in Niedersachsen auf dem Geflügelhof von Christine Bremer. Leute, geht auf. Das ist zur Volkszählung. Dafür müssen mehrere hundert Hähne und Hennen erst einmal durch diese kleine Luke in den Nebenraum. Na los. Hopp, hopp, hopp. Auch die, die sich offensichtlich in den Hühnerstall verirrt haben. Ja, ob die dicke Pute durchpasst? Die machen immer den Kopf so schön hoch und dann dauert es, bis sie den mal runter... Ah, gucke, gucke, gucke. Schau, jetzt hat sie es. Diese Jungtierherde ist ein ziemliches Durcheinander von Kreuzungen und Geschlechtern, das Christine und ihr Mitarbeiter Tim irgendwie sortieren müssen. Ich fange jetzt erstmal ein paar Karamellhähne. Die kommen aber auch mit in die Kiste, Christine, ne? Darf ich das nicht verwechseln? Die Karamellhähne kommen alle in die Kiste. Alle in die Kiste, okay. Ja, 1,56. Erst wiegen und später umziehen in einen mobilen Stall. Dort haben sie mehr Platz, denn die Karamellhähne legen noch ordentlich an Gewicht zu. Die Karamellhühner, das ist eine neue wendländische Züchtung aus einem ganz alten Rassehuhn, dem deutschen Lachshuhn. Was im Übrigen auch diese Gefiederfarbe ungefähr hat. Dieses deutsche Lachshuhn ist wie dieses Hoberind unter den Hühnern. Das hat eine Fleischqualität, also da denkst du gar nicht, dass du Geflügel isst. Und diese alte Rasse legt nicht besonders gut Eier. Deshalb ist sie verpaart mit dem White Rock Huhn und heißt jetzt Karamell, weil sie eben so ein bisschen Karamellfarbe im Gefieder hat. Und ist ein wirklich gutes Zweinutzungshuhn. Und die Hähne, da wollen wir jetzt natürlich gucken, die sollen ja zu Weihnachten geschlachtet werden, wie die sich so bisher entwickelt haben. 1,64. Das reicht aber noch nicht. Naja, über 2 Kilo müssen die schon kommen. Also die müssen schon so 2,5 Kilo haben, wenn wir die schlachten. Aber das geht jetzt auch schnell, die sind nur am Anfang langsam. 2,2, guck mal. Die Hähne sind hier auf dem Hof geschlüpft und jetzt fast 4 Monate alt. Da ist ja mein Lieblingshahn. Tim kennt die Tiere von klein auf und dieser Hahn hat es ihm besonders angetan.
Eine Seite weiß, andere Seite gefärbt. Ja, der ist schön, ne? Ja, der sah als Küken auch schon so aus. Der hat sein Gefieder so gelassen. Den brauchen wir nicht, ne? Wiegen? Wieso nicht? Ach, lass uns den noch wiegen. Ja, ich nehme den mit nach Hause. Deshalb möchte ich trotzdem wissen, was er wiegt. Oh, hat der viele wuschelige. Guck ja. Doch mal, was der für wuschelige Federn hat. Der war so als Küken schon. 1,64, wow. Das schöne Gefieder begeistert mehr als das Gewicht. Vielleicht ja eine Möglichkeit für Tim, seinen Hahn vor der Schlachtung zu bewahren. Also ich hatte schon mal einen Hahn, der war echt hübsch. Dem war echt zu schade, war, den zum Schlachter zu geben. Deswegen haben wir den vermittelt mit einer Gruppe Legehennen. Und jetzt lebt er in einer Gruppe zufrieden mit seinen Hennen. Jetzt ist nur noch die Frage, was mit seinem neuen Lieblingshahn passiert. So richtig hat Christine sich noch nicht dazu geäußert. Auf dem Ziegenhof in Glasin bei Wismar ist jetzt voller Körpereinsatz gefragt. Atmarsch! Sind auch alle wohlerzogen. Hoppa! Geht mal los! Hoppa! Die Frauen haben die Herde gut beisammen gehalten und fix eingesperrt in den halbierten Stall. Die tragenden Ziegen sollen von den nicht tragenden getrennt werden. Zu erkennen an den farbigen Markierungen. Schön, dass ihr so neugierig seid. Ja, wollt ihr mitarbeiten? Geht gleich weiter. Geht gleich weiter. Die roten, die sind am Ende ihrer Nutzungsdauer. Und die blauen sind tragend. Und alle, die keinen Strich drauf haben, die sind noch nicht tragend. Die gehen jetzt noch mal runter zu den Böcken. Die darf durch. Du darfst nicht durch. Jetzt beginnt das Ziegenrodeo. Normalerweise fängt man eine Ziege am besten so am Bein. So. Dann hat man sie. Aber das wissen die Ziegen, die machen dann so und dann greifst du neben. Und dann liegt man auch schon mal im Mist. Die Ziegen neu einzuteilen, ist wie Familien auseinanderzureißen. Die Tiere wehren sich. Fast 300 drängeln sich auf dem engen Raum. Die 80 Nichttragenden zu fassen, ist schon schwer. Aber noch schwerer ist es, sie auch festzuhalten. Das macht sehr viel Spaß. Weil die Ziege ist ja wirklich auch ein nettes Tier. Und es passieren ja immer wieder lustige Sachen. Aber anstrengend ist es auch, keine Frage. Aber mit einer Kuh könnte man das nicht machen, ne? So einfach. Kurzzeitiger Freiheitsentzug. Jetzt habe ich die Taktik raus. Hüftschwung, mit der linken Hand hier noch halten und mit rechts das Tor aufdrücken. Läuft doch. Das Rübertreiben zu den Böcken wird schwieriger. Sigrun Fritz öffnet alle Tore, damit die Tiere geradewegs in den anderen Stall flitzen können. Aber draußen auf dem Hof taut der Schnee. Es ist nass und glatt. Das mögen Ziegen überhaupt nicht. Wie befürchtet, trauen sich nur wenige durch die Pfützen. Die meisten drehen wieder um. Zurück können sie nicht, vor wollen sie nicht. Da muss eine andere Taktik her. Doch treiben hilft wenig, anlocken vielleicht mehr. Komm hier, komm hier, komm hier, komm. Komm hier, komm hier, komm hier, komm hier, komm hier, komm. Ja, dann haben wir es doch gleich. Dann haben wir es doch gleich. Es ist ein Geduldsspiel für Sidonie Beltmann und ihre Schwester Henriette, besonders mit den Nachzüglern. Selbst mit Begleitschutz bleiben die Tiere widerspenstig und wollen lieber zurück als vor. Das Fitnessstudio können sich die Frauen jedenfalls heute sparen. Viehumzug auch in Ochsenwerder. 24 Rinder müssen über die Straße. Rechts und links absichern und Handzeichen geben für Leute. Genau. Was er sagt. Das heißt, Mia und Miriam, das wäre, glaube ich, für euch ganz super, dass ihr einfach dann ja, links und rechts entsteht. Am Anfang noch nicht, erst wenn wir wirklich hochfahren. Und Strom ist an, soll anbleiben. Also aufpassen, nicht an den Stromzaun fassen. Da ist ordentlich Saft drauf.
Juhu! Die Tiere sollen in den Stall. Hey Mädels! Ich gehe alleine gleich mal da rum und mach mal ruhig das Gatter vom Hänger auf, in der Hoffnung, dass, wenn ich alleine hingehe, die nicht gleich alle stiften gehen. So, das Einzige, was überhaupt nichts hilft, ist, hektisch zu werden. Die freuen sich, glaube ich, auch, wenn sie in den Stall kommen. Das Gras wächst zwar noch, weil wir einfach die Temperaturen haben, aber es wird für die Weide unschön jetzt auch. Und wir haben den Stall vorbereitet, ist alles fertig. Und wir wollen ja auch ein bisschen was von dem wertvollen Rindermist für unseren Kompost abfangen. Aber erstmal müssen Betriebsleiter Markus und sein Team die Rinder in den Treibewagen bekommen. So, das reicht. Julian ist in der Gärtnerei Sannmann für die Kühe verantwortlich. Ihn interessieren aber auch die Greifvögel in den Vier- und Marschlanden, deren Federn er am Hut trägt. Dass sie hübsch sind, dass ich die gefunden habe. Ne? Genau, nö, keinerlei Bedeutung, ist einfach Hutschmuck. Der Bussard ist mit Abstand der häufigste Greifvogel in Hamburg. Bussard, Fasan, Krähe, Möwe, Bachstelz ist mit dabei. Ja, das sind so die hauptsächlichen Federn. Ich glaube, Kranich auch, die weiße ist, glaube ich, Kranich. Und weiter. Ochsen, Mutterkühe und Kälber stehen auf der Weide. Ah, hier haben wir schon hübsche Gesichter, ne? Hey, 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 hey. Nicht rückwärts laufen. Hey, umdrehen. Weiter. So. Oh ja, sehr gut. Lennart, ne, warte kurz. Ne, eins, zwei, drei, die gehen hinterher. Noch einen Moment warten, bisschen schieben. Und dann kannst du jetzt die Tür zumachen langsam. Genau. Einfach zumachen, einfach zumachen. Wenn nicht alle drin sind, ist okay. Sehr gut, klasse. Fast geschafft. Vorsicht mit den Fingern, bitte. Ja, Vorsicht mit den Fingern, ja. Von der Seite kannst du legen. Seite. Ja. Seite ist da. Genau. Ja, dann einmal hier. Max, einmal den hier abfummeln. Genau. Da hättest ja mal eine Schlaufe machen können. Der Stall, etwa 7 Treibewagenminuten von der Weide entfernt. Beim Umzug wollen gleich aber nicht alle Rinder mitspielen. Weiter mit den Rindern im Oberharz. Hier auf 550 Metern Höhe gibt es nicht mehr genügend Futter für die Tiere. Kommt! Reik, du bringst die letzten mit, ne? Kurz vor dem ersten Wintereinbruch soll die Mutterkuhherde näher zum Stall. Kommt, Herr, kommt. Und das ist jetzt auch der schwierige Moment. Wenn sie jetzt umdrehen würden und vollen Galopp zurücklaufen würden, hätten wir wirklich das Nachsehen. Komm her, komm. Aber das Vertrauen in uns ist doch groß. Da haben wir jahrelang gute Arbeit geleistet, sonst würden sie nicht so mitkommen. Kommt her, Mädels. Kommt. Kommt her. Ja, 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 ja. Guckt erst mal, was hier Neues ist. Nehmt ein paar Kälber mit. Ich gehe mal nach vorne zur Kuh. Halt ihr das Kalb ein bisschen? Hopp, hopp, geh mal nach vorne. Du gehst nach vorne, du bist die größte Drängeltante der Welt. Nur wenige Minuten und die gesamte Herde passt problemlos auf den Anhänger. Na? Komm, Zwergi, hopp. Deine erste Anhänger. Hopp. Ja, das ist der Bereich, der nicht zu planen ist. Wenn die sich eng stellen, dann kriegen wir auf einmal 8, 9 Kühe drauf mit Kälbern. Und wenn sie sich bockig stellen, passen nur 6 drauf. Also, das ist schon interessant manchmal. Jetzt fahren wir so runter nach Osterode auf eine Kleegrasfläche. Das ist ein Ackerland, wo wir noch Ackergras stehen haben. Das ist so hoch und frisch grün. Und das tut den Kühen, glaube ich, ganz gut. Die können vor dem Winter auch was zusetzen. Es geht Richtung Osterode. In den Oberharz kommen die Tiere erst im kommenden Jahr wieder zurück. Aber Daniel will sein Harzer Höhenvieh so lange wie möglich auf der Weide halten. An raue Landschaften und karges Futter ist die alte Nutztierrasse gewöhnt. Wir fahren ja jetzt die Tiere aus dem Harz steil runter. Wenn auf der Fahrbahn Schnee ist und Eis, ich glaube, dann möchte man mit dem Anhänger den Tieren hier nicht runterfahren. Also wichtig ist für mich schon, dass wir rechtzeitig handeln, bevor der Wintereinbruch richtig massiv kommt. Das Ackerland liegt dicht bei seinem Hof. Wenn es richtig kalt wird, ist der Weg zum Stall nicht mehr weit.
Ja, jetzt sind wir da. Das ist unser Ackergras. Da werden sich sehr freuen. Kommt mal her. Oh, oh. Ja, 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 ja. Steig mal langsam. Ja, du bist die Erste, ne? Schwupp. Ganz langsam runter. Oh. Ist ja gut, Ladies. Ist ja gut. Ist ja gut. Das Ackergras finden die bestimmt richtig lecker. Und das ist ja auch so ein Schwerpunkt unseres Betriebes. Wir haben ja über 30% der Fläche Ackergras. Mit dem Klee, den wir hier auf der Wiese haben, da wird auch Stickstoff mit dem Boden eingelagert. Und der ist nicht nur lecker für die Tiere, sondern bringt auch der Ackerkultur, die wir dann da drauf bauen, im Anschluss richtig viel Nährstoff. Also brauchen wir keinen Dünger kaufen. Als Biobetrieb haben wir dann den Dünger quasi nach Vorfrucht. Ja, und jetzt freue ich mich eigentlich nur, dass sie noch nicht in den Stall gekommen sind. Die Kühe freuen sich offensichtlich auch. Niedrige Plus-Temperaturen machen der robusten Rasse nämlich überhaupt nichts aus. Im niedersächsischen Kühlau ist Geflügelzüchterin Christine Bremer auf der Suche nach ihrem Mitarbeiter. Tim? Ja? Bin hier. Im neuen Zuhause der Karamellhähne. Hab noch zwei Automaten aufgehangen. 88 Stück haben sie aus der Jungtierherde aussortiert. Jetzt ziehen die in diesen umgebauten Bauwagen. Eine völlig andere Umgebung als der Kükenstall am Hof. Die Tiere dürfen sich erst einmal ganz in Ruhe umsehen. Wie das eigentlich so um die Ecke guckt. Das ist mein großer Bart auf jeden Fall. Es ist echt so eine Laune der Natur, ey. Nein, das muss ich jetzt erstmal versenden. Und zwar an die Landwirte, die auch Karamellhühner aufziehen. Bisher sind es erst zwei, aber diese bärtige Zucht steckt ja noch in den Anfängen. Weil es sicherer und hygienischer ist, lernen die Hähne hier im Bauwagen auf Stangen zu schlafen. Die ersten Versuche. Nee, nicht auf den einen Huhn drauf. Stehen bleiben. Sag mal. Ja, die sind jetzt erstmal so ein bisschen verunsichert, was das hier eigentlich ist. Und weil es eben ein eher gemütliches Huhn ist, sitzen die da erstmal und halten so inne. Mal gucken, was da kommt. Andere Hühner würden unter die Decke fliegen, wenn sie so eine neue Situation haben. Und diese sind damit so, okay. Es wird ein paar Tage dauern, bis alle Tiere das Prinzip verstanden haben. So lange müssen Christine und Tim sie abends auf die Stangen setzen. So, jetzt holen wir mal den schönsten Hahn. Der sich versteckt natürlich. Ja, der muss auf jeden Fall bleiben. Nein, dich schlachtet keiner. Nee, der bleibt. Kommt überhaupt nicht in Frage. Tim. Ja, den schönsten Hahn. Tims Lieblingshahn. Aber sie können nicht alle behalten. Bevor es in den nächsten Tagen in den Auslauf geht, sollen sich die Tiere zuerst an den Stall gewöhnen. Noch bevorzugen die meisten Hähne den Boden. Nur einer hat es sich an einem ganz besonderen Platz gemütlich gemacht. Tims zweifarbiger Hahn. Der muss noch einen Namen kriegen, ja. Karl Friedrich. Karl Friedrich Börne. Der entspannt hier total. Findest du nicht, dass der Karl Friedrich heißen sollte? Friedrich, was? Friedrich? Die eine Seite heißt Karl und die andere Seite heißt Friedrich. Das genau, das eigentlich. Das ist eine gute Idee. Heute Abend müssen sie noch einmal herkommen. Karl Friedrich und die restlichen Hähne ins Bett bringen. Jetzt geht am Hof aber erst einmal die Hühnervolkszählung in die nächste Runde. Zurück in Ochsenwerder, zum Umzug der Kühe in den Stall. Der ist nur über den alten Deich erreichbar. Weiter, 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 weiter. Ein paar Autos warten schon. Markus muss darauf achten, dass die Kühe in Bewegung bleiben, gerade die Kleinen. Hier, das Kalb kennt das halt noch nicht so und lässt sich von den Großen immer ein bisschen zurückdrängen. Während seiner Lehre zum Landwirt im ökologischen Landbau hat Markus die Rinder noch täglich mit dem Fahrrad getrieben.
da sind die Kühe den Sommer über immer auf der Weide gewesen und nachts auch auf der Weide. Und dann mussten wir die morgens um 5, 6 erstmal von der Weide aufstehen lassen. Und die ganze Herde, das waren 35, 40 Kühe, die wir gemolken haben, die mussten dann sozusagen halt! So, 35, 40 Kühe, die wir dann von der Weide zum Stall treiben mussten, um die dann dort zu melken. Der Viehabtrieb hat in der Gärtnerei Sannmann Tradition. Hey, 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 weiter, weiter, weiter. Bereits seit 30 Jahren gibt es hier Fleischrinder. Komm mit hier, geh weiter. In jeder Kuhherde herrscht eine Rangordnung. Die drei Chefinnen gehen vorne. Ich darf nicht zu langsam und nicht zu schnell fahren und muss darauf achten, dass wenn jetzt so eine Kuh von vorne nach hinten drückt, dass die Hinteren sich nicht weiter bewegen können, dass die Hinteren sich nicht ihre Achillesfersen einklemmen. Deswegen müssen die von hinten immer schön weiter treiben. Und wenn ich zu langsam fahre, dann drehen die sich alle um. Das wäre schlecht. Aber Julian fährt mit dem richtigen Tempo. Die ersten Kühe kommen heil an. Im Stall hat Markus einen neuen Futtertisch gebaut, damit die Tiere besser an das Futter herankommen. Zwei Rinder werden morgen geschlachtet, damit die Kundschaft wieder Fleisch kaufen kann. Gut, willst du alle hier rein haben erstmal, ja? Was? Alle erstmal hier rein. Alle erstmal da rein. Das wollte ich wissen. Mach mal auf. Hey, hey. Im Demeter-Verband ist die Kuhhaltung ab einer Hofgröße von 10 Hektar Pflicht. Die Sannmanns bewirtschaften in der Gärtnerei sogar 54 Hektar. Komm, du auf. Hopp. Jule. Komm, Jule. Hopp. Stallmist ist der wertvolle Dünger für ihre Felder, von denen auch das Futter für die Kühe kommt. Kreislaufwirtschaft. Regelmäßig füttern steht an. Also immer 1 bis 2 Ballen auf diesen neu gebauten Platten, dass man das Futter schön schieben kann, dass nicht auf den Boden fällt. Ja, und dann regelmäßig einstreuen. Ne? Also ungefähr alle 2 bis 3 Tage, je nachdem. Jetzt am Anfang. Wir wollen weiter. Ja, ja. Denn die Mitarbeiter sichern schon wieder die Straße ab für den nächsten Transport. Sag mal, Markus, er soll anhalten. Markus! Jetzt komme ich mit der Herde vor. Zwei Kälber, die auf der Weide geboren wurden, weigern sich beharrlich, den Weg in den Stall anzutreten. Der Treibewagen mit den Müttern wartet extra, damit die Jungtiere hinterherlaufen können. Aber die büchsen lieber aus. Und auch der mit Strom geladene Zaun ist kein Hindernis. Der Zaun ist jetzt kaputt, da ist jetzt auch keine Spannung mehr drauf. Ja, durch den Zaun rennen sie auch. Ja, entweder kommen sie jetzt trotzdem von selbst nochmal auf die Idee, hinterherzulaufen. Dann müssen wir wahrscheinlich die irgendwo aus dem Garten dahin treiben. Oder halt gleich wieder mit dem, das bringt nichts, wenn man mit dem Hänger hinfährt. Die gehen da nicht mehr rein. Naja, gut. Toll. Nach einer Pause für die Tiere gelingt es am Nachmittag schließlich doch noch, die beiden Kälber in den Stall zu treiben.